Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Heute habe ich dabei Candymans Fluch in der limitierten Auflage aus dem Hause Turbine Medien. Ja, Turbine sowieso einer meiner absoluten oder einer der absoluten Lieblingslabel hier in Deutschland. Die machen echt tolle Sachen, schöne Collectors Edition, tolle Boxen und alles Mögliche und auch wirklich schicke und ausgefallene Mediabooks. Und Candyman hatte ich schon mal vorgestellt von Meteor. Da war allerdings damals die R-Rated-Fassung, also die leicht... Nee, es ist eigentlich auch eine Uncut-Fassung, aber es fehlt halt ein bisschen was. Und die richtige, etwas härtere Version kommt nun erstmalig hier auf Blu-ray von Turbine raus als Unrated-Fassung. Das ist wunderbar, das steht hier auch hier unten drauf, Unrated. Auf Blu-ray-Disc über 2 Stunden Bonusmaterial, 3 Audiokommentare, die Retro-DVD ist dabei mit dem 4:3-Bild und ein Buchteil und viel, viel mehr. Ich glaube, da gehe ich jetzt gleich noch im Verlauf des kleinen Videos ein. Machen wir das ganze Ding mal auf. Limitiert ist diese Auflage, also es ist Mediabook Cover C, es gibt mehrere, es gibt auch noch das. Was ist denn hier los? Warum kriege ich das hier nicht auf? Ich will hier auch ein bisschen vorsichtig sein, will ja nichts kaputt machen. Es gibt also auch noch dieses alte Cover-Motiv. Muss ich nochmal von der Seite probieren. Also das ist echt stramm verpackt, muss ich sagen. Zack, jetzt haben wir es. Gibt auch noch dieses alte Cover-Motiv, was vielleicht der eine oder andere aus der VHS-Zeit noch kennt. Und das habe ich mir auch erst überlegt, ob ich mir das hole. Habe ich aber gedacht, ach komm, machst du mal was ganz Neues, zumal das eben hier auch so eine ganz limitierte und besondere Sache ist. Das Covermotiv ist gezeichnet von Richard Wells, ist ein Grafikdesigner für Film, Television und so weiter und so fort. Guckt mal bei denen auf seiner Homepage, der hat so eine eigene Homepage, Richard Wells, und da findet ihr ganz tolle Sachen, also wirklich richtig gute Arbeiten und ich finde es toll, dass Turbine hier ein Covermotiv für eine Mediabook-Ausgabe bekommen konnte. So, und jetzt gucken wir das uns einfach an. Cover C, wie gesagt, limitiert auf nur 500 Exemplare. Richard Wells hat das Covermotiv gemalt. Hauptrolle Tony Todd, klar, als Candyman, und Virginia Madsen spielt hier auch mit. Hier unten noch der Hinweis, dass das Ganze nach einer Kurzgeschichte von Clive Barker ist. So, also das Covermotiv ist wirklich schick, mir gefällt das sehr, sehr gut. Von daher war da die, ja, also in Verbindung dann eben auch noch mit dieser Limitierung und erstmals unrated, habe ich mir gedacht, das schnappst du dir jetzt einfach mal. So, wenn wir hier so ein bisschen gucken, das sieht auch wieder so ein bisschen wie ein Ledereinband aus. Schaut euch das mal ganz gut an. Also richtig schick eigentlich, ja, so ein bisschen Struktur ist da drin und so weiter. Toll gemacht, Turbine, gefällt mir ausgezeichnet. So, gucken wir uns jetzt mal hier noch den Buchrücken an. Hier oben das Label von Turbine. Candyman, der Titel natürlich, hier der Lizenzgeber Universal. Viele, viele Titel bei Turbine sind von Universal. Und dann hier unten nochmal das DVD- und Blu-ray-Disc-Logo. Ja, und hinten drauf haben wir so eine Pappe. Die machen wir natürlich jetzt mal ab. Schauen die uns aber trotzdem an. Und zwar, Blut ist dazu da, um es zu vergießen. Ja, meine Güte. So, also 1, 2, 3 Bilder aus dem Film haben wir hier drauf. Ein bisschen Inhaltsangabe hier auf dieser, ist keine J-Card, ist einfach nur so ein Einleger. Dann die Ausstattung. Ja, da geht's los. Also wir haben 9 Interview-Features, unter anderem mit Schöpfer Clive Barker, Regisseur und Autor Bernard Rose. Und den Darstellern hier Tony Todd, Cassie Lemons, Virginia Madsen, oh, Ted ist auch dabei. Ja, und Special Effects, Make-up-Effects-Künstler sind auch dabei, sehr schön. Dann haben wir zusätzlich 3 Audiokommentare von Cast and Crew. Entschuldigung, ihr könnt es ja selbst mitlesen hier. Wir haben hier eine Tonspur mit Soundeffekten und der Filmmusik von Philip Glass. Storyboards von Bernard Rose, also auch der Regisseur hat die Storyboards hier zu dem Film gemacht. Trailer zu Candyman, Candyman 3 und Hellraiser 1 bis 3, auch die sind ja bei Turbine erschienen. Eine Retro-DVD habe ich schon angekündigt mit 4:3 Vollbildversion und ein Buchteil zur Entstehungsgeschichte von Tobias Hohmann. Ja,
Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts mehr. Hier unten haben wir so ein bisschen die Credits und hier die technischen Daten. Film liegt hier im Blu-ray, dann eben in Full HD vor, 1,85:1. Audio Deutsch und Englisch ist drauf. In DTS HD Master 5.1 oder dann eben auch nochmal, kann man auswählen, als Stereo-Version. So, Untertitel sind anwählbar in Deutsch und Englisch. Und die Laufzeit beträgt 99 Minuten des Films und ca. 136 Minuten Bonusmaterial. Ja, holla die Waldfee. Warum jetzt hier 99 Minuten auch auf der DVD sein sollen, erschließt sich mir nicht ganz, weil eigentlich müsste ja die Blu-ray einen Tick länger laufen. Aber gut, weiß ich jetzt nicht. Ah, doch, jetzt erschließt es sich mir. Jawohl, ich hab's verstanden, okay. Das Ganze ist hier, die DVD ist praktisch OpenMate NTSC, also das amerikanische System. Und das amerikanische System läuft von den Bildern her, ist die Bilderanzahl pro Minute genauso oder pro Sekunde genauso lang wie die Blu-ray. Ja? Also da fehlt nicht ein Bild sozusagen. Von daher ist es klar, dass dann auch hier, die haben in Amerika, die haben nicht den Quatsch wie hier in Deutschland. Ja? Also da liefen hier, ein Kinofilm lief ja hier in Deutschland jahrelang, jahrzehntelang, 100 Jahre lang lief der ja hier 5-6 Minuten kürzer. Also totaler Schwachsinn. Und ja, also deswegen auch diese Laufzeitgleichheit. So, was soll ich sonst noch dazu erzählen? Hier unten haben wir den Hinweis der limitierten Auflage. 89 habe ich von 500. Auch das ist ganz toll. So, jetzt mache ich hier mal diesen Einleger weg. Und jetzt gucken wir uns noch das Artwork von das Back-Artwork an. Ja, die Biene. Es gibt sie noch. Zumindest bei Candyman. So, hier unten auch nochmal das Universal-Logo. Und hier nochmal so ein Copyright-Gedöns. So, auch hier hinten wunderbar schön strukturiert wie ein Lederbuch. Sieht wirklich richtig schick aus. Ich lege es mal so in der ganzen Breite hin. Könnt ihr auch noch ein bisschen gucken. Ja, ich sehe schon die Lampe, die spiegelt ein bisschen. So, also ist wirklich ein sehr, sehr schönes, durchgängiges Mediabook. Sehr gut gelungen, gefällt mir ausgesprochen gut. Gucken wir doch jetzt einfach mal hier rein. Hier haben wir einfach die 18er Fassung, also auch die Unrated ist ab 18 freigegeben. Da gibt es überhaupt keine, oder gab es keine Probleme. Die VHS-Kassette war ja damals auch ab 18 freigegeben. So, auch hier Backartwork vom Mediabook, auch wunderbar schön in einem Ding durch. Ich sehe, das Booklet ist hier geklebt. Ich gehe mal davon aus, dass es auch geheftet ist, werden wir gleich sehen. Und dann gucken wir uns das doch mal zusammen an. Geburt einer neuen Ikone. Clive Barker als Ideengeber, ja, gefällt mir gut. Schöner Wechsel zwischen Fotos und Text. Auch auf dunklem Papier gedruckt der Text, auch das gefällt mir sehr gut. Schöne, große, kräftige Schrift, kann man sehr gut lesen. Kräftiges Papier, kein billiges Flatterpapier. Burt Rose übernimmt das Ruder. So, hier mal so ein Behind the Scenes. Virginia Madsen hier oben. Diskussion im Vorfeld. Ist auch dick, das Booklet. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind. So 20, 26, 24, 26, irgend sowas in der Richtung wird es wohl sein. Oder 28 vielmehr. Caprini Green. So, was geht's da? Okay. Lest es. Macht kurz Stopp oder ja. Lest es einfach. So, was haben wir hier noch? Castings. Mittig, auch zwei Klammerheftungen zusätzlich. Ein gefährlicher Ort. Die Bienen. Post-Production. Dann über die Fortsetzung Teil 2 und Teil 3. So, und hier hinten nochmal was über den Autor, Tobias Hohmann. Candyman, 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 Candyman. So. Ich hab doch keine Angst vor so einem Quatsch. So, und hier haben wir die DVD. Auch ein wunderbarer Abschluss dann hinten raus. Also das ist ein wunderbares Mediabook, wunderbar, wunderbar gestaltet, wunderbar illustriert, alles perfekt. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Er hat wirklich schon, das ist eine runde Sache vom Front-Back-Artwork, Buchrücken und auch noch das Innenteil. Perfekt abgestimmt, Booklet passt, fügt sich harmonisch ein. Wahnsinn. Und darauf die Unrated
Leute, bestellt es euch. Ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist. Wenn, dann gebt Gas. Es ist nicht nur ein cooler Film, es ist auch ein sensationelles Mediabook. Cover C, Turbine Medien, Candyman. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.